wieder, meine Lieben. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Strick-Podcast-Folge. Heute haben wir ein kleines Jubiläum, weil es ist meine 40. Folge, die ich in dem einen Jahr, wo ich das nun schon mache, aufnehme. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte euch so ein kleines Geschenk machen in Form von kostenlosen Anleitungen, die mir in die Hände gefallen sind. Und zwar wird das heute wirklich eine Tücherfolge. Ich hatte ja am letzten, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Iris, so, das muss ich ja auch noch eben sagen, dass man auch weiß, mit wem man es hier zu tun hat. Ich hatte in meiner letzten Folge davon gesprochen, dass ich auf der Suche nach einer Anleitung für ein schönes Tuch bin, womit ich oder das ich nutzen kann, um meinen Pudel, den ich bei Wohai Yarns gekauft habe, nicht den Pudel, sondern das Garn, verarbeiten kann. Und ich habe viele schöne Anregungen von euch bekommen, bin aber auch dann mal noch in meine kleine Bibliothek gegangen und habe dann festgestellt, dass ich so viele Anleitungen für Tücher da liegen habe, die ich euch noch nie gezeigt habe, und habe dann auch mal alle Tücher, also fast alle Tücher, die ich jemals gestrickt habe oder auch gehäkelt habe, rausgesucht, und die möchte ich euch heute alle mal vorstellen. Ich werde nicht unbedingt auf die Garne eingehen, weil ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Wenn mir was einfällt dazu, kann ich da noch was zu sagen, aber ansonsten würde ich euch wirklich gerne die verschiedenen Möglichkeiten meiner Tücher, die ich gemacht habe, vorstellen. Und ich habe dann immer noch ein paar Anleitungen für euch. Ich versuche das mal so interessant wie möglich zwischendurch einzuflechten, dass es nicht zu anstrengend für euch wird. Ich hoffe, euch gefällt das. Wir haben heute Mittwoch. Es ist sehr stürmisch draußen. Es soll ja auch Orkane geben. Also ich hoffe, ihr kommt alle gut bis zum Wochenende durch die Zeit. Und nun fange ich einfach mal an. Also ich hatte dann vor einem Jahr, als ich das Stricken wieder so richtig angefangen hatte, eine Tuchanleitung gefunden, die ich schon mal häufiger erwähnt habe. Und zwar ist das das Else-Tuch. Die Menschen, die mir jetzt schon länger folgen, die können sich daran erinnern, müsst ihr ein bisschen vorscrollen. Aber es gibt so viele neue Abonnenten, denen ich das auch gerne zeigen möchte. Für mich war das Else-Tuch deswegen so interessant. Erstens, weil es nicht so schwierig zum Nacharbeiten war. Es war eine kostenlose Anleitung, die zeige ich euch gleich. Aber ich fand es so schön, weil diese Anleitung den Namen meiner Großmutter trägt. Meine Großmutter hieß Else und die hat mir im Prinzip das Stricken beigebracht. Und in Anlehnung an diese schöne Erinnerung habe ich gedacht, strickst du dir ein Tuch. Und das ist tatsächlich eins meiner Lieblingstücher geworden. Es ist mittlerweile, man sieht das auch, das habe ich den ganzen Winter über, immer morgens früh, wenn ich hier so sitze, umgeschlungen oder auch abends nach dem Duschen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, um was es geht. Ich komme auch mal ein klein bisschen näher, dass ihr mal seht, was hier unten so los ist. Also das ist sicherlich nicht so spektakulär, aber nicht immer muss es ja auch die aufregendste Anleitung sein. Ich habe es jetzt mal eben schnell so genommen, weil es heute nicht so heiß ist, kann ich das mal machen. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich habe dafür ein reines Naturgarn genommen, mit einem schönen Mohair zusammengehalten. Das Einzige, was mir da wirklich passiert ist, ich war so eifrig und wollte das schnell fertig haben und habe mir das im Prinzip ein Stückchen zu kurz hier gestrickt. Ich würde es gerne haben, dass es hier bis zu den Ärmeln geht. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe das Tuch. Man kann es sich so umschlingen. Es ist wirklich ein wunderschönes, weiches Tuch. Hier unten diese Stickblumen habe ich, da hatte ich auf dem Flohmarkt hier mal ganz viele von diesen Wollgarnen im Döckchen. Ich komme jetzt gerade nicht auf die, die gab es immer in so kleinen Strängen. Früher wurden ja so viele Gobelin-Sticke reingemacht, genau das war's. Da hatte ich so einige Reste aufgekauft und das fand ich ganz nett, so als Abschluss hier unten nochmal so ganz willkürlich was reinzusetzen. Das ist wirklich ein schönes Tuch. Jetzt halte ich euch mal die Anleitung in die Kamera. Ich versuche alle Anleitungen, die ich jetzt raussuche, es sind nämlich etliche, euch unten in die Infobox zu stellen, und es kommen immer wieder mal Fragen,
zu dem, was ich schon verlinkt habe. Da das wirklich immer viel Arbeit ist, erkläre ich jetzt nochmal, wo ihr das findet. Also wenn ihr am PC sitzt, gibt es ja das Video, darunter steht der Kanalname und darunter steht eine kleine Rubrik, da kann man auf das Wörtchen mehr drücken. Und da findet ihr die ganzen Dinge aufgelistet mit Links direkt zu den Anleitungen oder Kanälen, von denen ich spreche. Anders geht das leider nicht. Ich versuche aber wirklich, ich hoffe, ich kriege alle noch gefunden. Also jetzt ist hier dieses Elsetuch, das ist diese Anleitung hier. Also das ist auch eine deutsche Anleitung. Ist nichts wirklich Schwieriges. Das Einzige, ich habe dadurch, dass ich früher aufgehört habe, hier unten diese schöne Kante nicht wirklich stricken können. Und habe mir dann irgendwie eine andere rausgesucht. Ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ich halte es euch jetzt hier nochmal so ein bisschen in die... Ich weiß nicht, ob man das hier unten jetzt sehen kann. Müsste eigentlich, ne? Ja, also das ist was Schönes. Ich habe auch gedacht, ich mache das heute mit den Tüchern, weil für viele es ja doch sehr warm ist zum Stricken jetzt. Und ich merke das selber auch. Ich stricke jetzt ein klein bisschen weniger. Nicht wirklich weniger, aber... ein bisschen weniger große Sachen, weil mir das dann auf dem Schoß nachher zu warm ist. Das wollte ich euch also mal zeigen. Das war jetzt das erste Tuch. Dann habe ich danach eins gefertigt in der gleichen Art und Weise. Nur da habe ich es tatsächlich länger gemacht. Moment, ich muss mich mal eben sortieren hier. Das sollte eigentlich ein Tuch werden für meine Schwiegermutter, als es dann im letzten Jahr hieß, wir müssten Energie sparen und es würde kalt werden, habe ich gedacht, oh, die Arme ist 90, der würdest du gerne jetzt ein schönes warmes Tuch stricken. Allerdings habe ich das aus Sockengarn gestrickt, Reste, die ich noch hier hatte. Und hier war das hier oben ein bisschen kratzig und es war hier auch viel zu lang. Es ist also wirklich ein sehr, sehr langes Tuch geworden. Ich habe mittlerweile von euch gehört, dass man das umlegt und nochmal nach hinten knotet. Dafür ist sie aber zu klein, das hielt irgendwie nicht. Ich zeige euch jetzt mal, worum es geht. Das ist ein sehr großes Tuch. Ich glaube, ich komme damit mal näher, dann könnt ihr die Farben besser sehen. Also da habe ich wirklich versucht, alle Garne reinzutun, die mir so farblich gut gefielen. Auch Reste, die ich noch hatte. Unten dann nochmal in kleinen Form gemacht. Wenn ich das jetzt mal, ich lege es mal um, dann seht ihr das auch mal eben. Also das ist auch ein Kuschelteil. Aber wenn ich jetzt das mal hier so ab hier hochhalte, guckt mal, was hier noch dran ist. Dann hatte ich erst gedacht, ich mache das wieder auf, aber das tue ich jetzt nicht. Ich versuche das in unserem Shop zu verkaufen, wer es haben möchte. Wir haben so eine neue Rubrik in unserem Shop Emma und Lilly angelegt. Geschenke, Geschenke, gönnt auch anderen mal was. Und zwar haben wir gedacht, dass einige von euch vielleicht auch nicht stricken oder handarbeiten können möchten, aber mal was Handgearbeitetes verschenken. Den Link setze ich euch auch unten hin. Da findet man das Tuch jetzt auch, weil zum Aufriffeln finde ich es einfach zu schade. Ich habe dann hier auch mal ein paar Hebemaschen dazu gemacht. Ich finde es von den Farben her wunderschön. Man kann das natürlich auch kleiner gestalten, da komme ich gleich noch zu. Aber da seht ihr mal, was man Schönes aus Resten machen kann. Ich habe dann hier quasi zweimal in der Mitte, wurde immer zugenommen, habe ich die Löcherkante gemacht und habe auch hier mal eine Lochkante, seht ihr das überhaupt? Nee. Eine Löcherkante gemacht und mal hier so ein paar Hebemaschen. Wo sind sie hier? Ne? Also, da kann man natürlich Fantasie walten lassen. Ne? Da ist ja nichts... Das ist nichts Schwieriges. Und an den Enden wurde auch immer zugenommen. Das war so meine zweite Idee. Dann habe ich mal eins gemacht, was ich auch wunderschön finde, aber ich wollte eigentlich ein Tuch haben, was ich so vorne winden kann. Dafür ist es mir fast ein bisschen zu dick geworden. Also das ist dieses Tuch hier, auch aus einem Sockengarn zusammengehalten mit einem Mohair, doppelt genommen. Da komme ich jetzt mal direkt zu euch nach vorne. Weil da habe ich so eine schöne Abschlusskante dran gemacht.
Also ihr seht, das ist ganz, ich sage euch auch gleich was, wie ich das begonnen habe. Das ist ein schönes Tuch geworden. Also man kann das sicherlich auch gut nur so umschlingen. Ist auch ein warmes Tuch. Mir ist es fast zu dick. Ich wollte es ja, wie gesagt, anders haben. Also ich habe damit an einer Seite hier angefangen mit 3 Maschen und habe das ganz klassisch an einer Seite in jeder zweiten Reihe habe ich aus einer Masche 2 gestrickt. Ich hätte vielleicht ein klein bisschen mehr davon machen sollen, von diesem Blau. Dann wäre es noch ein bisschen gefälliger. Oder was ich gedacht habe, ich hätte vielleicht hier oben die Kante weglassen sollen und sie nur unten ran machen. Aber gerade hier oben, das fand ich so schön. Also das ist auch was, was ich in den Shop getan habe. Also ich, im Nachhinein finde ich es richtig schön wieder, wenn ich es jetzt so in den Händen habe. Ja, hier habe ich mir einfach, glaube ich, irgendwo aus einer Senitas, glaube ich, eine Bordüre rausgesucht. Das kann man eigentlich ganz gut machen, wenn ihr mal ein Tuch verschönern möchtet. Schaut mal, es gibt da schöne Anleitungen. Ich muss es jetzt doch mal runternehmen, es ist nämlich doch langsam ein wenig wärmer. Ich zeige euch dann jetzt zwischendurch mal so ein paar Anleitungen, die kostenlos sind zum Stricken. Ich habe auch ein paar für die Häkelleute dabei, dass das nachher nicht zu viel auf einmal wird. Und zwar habe ich einmal hier eine schöne Anleitung gefunden von, das heißt Duettschal bei Colin Turowski. Schaut mal. Unser Drucker hat ein bisschen Farbe nachgelassen. Das ist alles sehr, sehr unschön in den Farben, aber ihr seht, um was es geht. Das ist so ein ganz kleines Tuch, nur mit Streifen. Gefällt mir recht gut, also nur, dass ihr das mal gesehen habt, das verlinke ich euch. Dann hatte ich hier, das gab es jetzt eine kurze Zeit von der Fadenstelle kostenlos, weil sie hatte wohl ihren Hund verloren und hatte dann als Dankeschön für die vielen lieben Kommentare das Mutmachertuch mal kurze Zeit kostenlos angeboten. Aber es ist ja auch nicht so teuer, wenn ihr es kauft. Ich habe es kostenlos bekommen, aber jetzt ist das wieder zu kaufen. Das ist dieses schöne Tuch. Werde ich euch auch verlinken. Das ist natürlich auch schön für alle Garne, die so ein bisschen handgefärbt sind, ne? Dass man da so ein bisschen was mitmacht. Dann habe ich, ja, das zeige ich euch noch. Das ist dieser, ich hatte mal was als Zackenschal angefangen, habe es dann aber letztendlich als kleines Beutelchen umfunktioniert. Aber dennoch möchte ich euch das nicht vorenthalten. Das ist nämlich auch eine kostenlose Anleitung gewesen. Da versuche ich euch auch mal das zu verlinken. Also es gibt natürlich einige von euch, die das schon können und wissen, wie das geht. Für mich war das eine neue Sache. Dann hatte ich vor, hatte ich den Kanal noch nicht, ich glaube, das ist dann schon 2 Jahre her. Ja genau, voriges Jahr zu Weihnachten habe ich meiner Schwester das Tuch geschenkt. Und zwar habe ich hier, ja, das wollte ich erst noch in Blau stricken, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Das war nämlich richtig viel Arbeit. Und zwar habe ich da, wir waren auf einem Stoffmarkt in Heinsberg, glaube ich, gewesen. Da war ein einziger Stand mit Wolle. Da bin ich natürlich zielstrebig drauf hin. Und zwar hatten die nur Katja-Garne und hatten natürlich an ihrem Stand ganz viele Tücher fertig gestrickte Tücher zum Zeigen und eins hat mich magisch angezogen, zwar ist es dieses hier. Und das ist tatsächlich ein Tuch, welches meine Schwester sehr gerne trägt. Ich habe das jetzt hier, weil es warm genug ist, dass sie es nicht braucht. Das ist ein Tuch, da gab es die Anleitung, wenn man das Garn kaufte, dazu. Ich zeige euch das gleich mal. Ich nehme aber mal an, dass man das, die Anleitung auch so kaufen kann. Also ich sehe mich jetzt hier nicht so ganz richtig, aber ich vermute mal, dass ich das in etwa so lose. Ja, hier habe ich jetzt irgendwie, aber ihr seht, was ich meine. Ne? Man kann das natürlich jetzt hier noch ein bisschen binden. Das ist so ein ganz tolles Material. Ich glaube, es war ein 100% Merino. Da gibt es die, das hier ist die Anleitung. Da schaue ich jetzt mal, ob ich euch das verlinken kann. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es das noch gibt. Das hat richtig viel Spaß gemacht zu stricken. Allerdings muss ich sagen, hat man nachher, man endet dann hier unten mit einer Picot-Kante. Das hatte ich bis dahin auch noch nie gemacht. Ich zeige es euch nochmal ebenso.
wieder mal dieses hier, das ist die Picot-Kante, zu stricken. Ich kenne das nur gehäkelt. Aber da sind so schöne Muster drin. Und man hat dann nachher natürlich wirklich richtig, richtig viele Maschen auf der Nadel. Aber es hat sich gelohnt. Ich hatte dann eigentlich das Garn auch nochmal in einem Blau gekauft. Da habe ich mittlerweile dann was anderes draus gemacht, auch ein Tuch, weil nochmal das gleiche Tuch stricken war mir irgendwie auch zu langweilig, obwohl die Anleitung nicht so schwer ist, also man kann das gut nachvollziehen. Das bekommt sie dann jetzt auch wieder zurück, wenn es dann kühl ist, dass sie dann auch tatsächlich wieder das tragen kann. Ihr seht, das hat auch eine gute, ist jetzt nur halb eine gute Spannweite. Also man kann es sich auch sehr schön, glaube ich, nur so um die Schultern legen. Ne, schaut mal, das ist auch, hat auch eine, das ist im Prinzip die Länge, die ich gerne für mein Elsetuch gehabt hätte. Vielleicht sollte ich die Anleitung doch noch mal stricken. Ne, also ich finde, das hat, das ist auch vorne nicht zu lang. Ja gut, dass ich euch das jetzt zeige. Vielleicht ist das ja doch noch mal eine Möglichkeit, weil das ist wirklich, da kann man sich so richtig schön einkuscheln. Gut, dass ich es jetzt mal so rumgetragen habe. Das hatte ich noch nicht ausprobiert. Das ist nämlich ganz genau die Länge, die ich haben möchte. Ja, kannst du mal sehen. Man muss alles mal aussprechen, dann wird es einem auch bewusst. Das ist also wirklich, da bin ich auch stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Ich glaube, das wurde auf 2,5er Nadeln oder 3er Nadeln gestrickt. Und ich bin ja eher diejenige, die lieber auf dickeren Nadeln strickt. Dann zeige ich euch jetzt zwischendurch, damit es nicht zu schlimm ist, noch ein paar kostenlose Anleitungen. Die habe ich von Eve Knit Pattern Muskoka Shawl. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Den fand ich damals auch wunderschön. Also wunderschön in den Farben. Ich habe das noch nicht gemacht. Da kann man natürlich auch einzelne Muster raussuchen. Das ist auch so ein schöner, tiefer, langer Schal. Ich glaube, hier ist noch ein Bild. Habe ich doch gerade noch eins gesehen. Ne, ist nicht. Habe ich irgendwie falsch gesehen. Den verlinke ich euch mal. Das finde ich auch ein wunderschönes Tuch. Und dann hatte ich noch dieses hier, auch von Eve Knit. Irgendwie habe ich die alle. Ich hoffe, dass ich die alle finde noch. Der Laurel Shawl finde ich auch sehr schön, wenn man mal was Schlichtes machen möchte. Auch so ein großes Tuch. Sieht auch sehr schön aus. Ich mag ja auch diese unifarbenen Sachen sehr gerne. Und ähnlich wie das Tuch, welches ich gerade euch gezeigt habe, ist diese Anleitung hier. Da muss ich allerdings gestehen, die habe ich, glaube ich, bei Ravelry gefunden. Ich hoffe, dass ich das noch finde, um euch das zu zeigen. Ich gucke mal eben, ob hier vorne was drin steht. Astrid's Rosebud Shawl. Das ist allerdings eine englische Anleitung. Oder was? Englisch? Nee, eine deutsche. Deutsche Anleitung, kostenlos. Den fand ich auch sehr, sehr schön. Also falls es diese Katja-Anleitung nicht mehr gibt, wäre das vielleicht wirklich eine schöne Alternative, weil das auch so ein bisschen verspielter ist. Dann habe ich angefangen, diese kleinen Halbmondtücher mal zu stricken. Die finde ich auch heute noch sehr schön. Und zwar kann man die auch sehr schön aus diesen melierten Garnen machen. Schaut mal, das hier habe ich mal gemacht. Ich zeige es euch mal halb, das ist so schwer in die Kamera zu halten, weil die werden natürlich sehr, sehr lang. Ich mag die deswegen gerne und ich glaube, da werde ich mir auch noch mal was los machen, weil man die so sehr, sehr gut hier vorne, ne? Ihr könnt die dann hier so ein bisschen binden. Da habe ich jetzt ein handgefärbtes Garn meiner Schwester genommen und ich glaube, eine Rami, die wir im Shop haben. Sehr, sehr schönes Material zusammen. Also ne, da kann man wirklich schön mit spielen und die werden an, auch an, wie war das jetzt, mit drei Maschen oben begonnen, hinten. Ich zeige es euch. Also hier oben beginnt man mit drei Maschen oder sechs Maschen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe da eine Anleitung. Entschuldigung, ich muss mal was trinken. Ich habe da ein Anleitungsvideo für. Man beginnt hier oben. Hier mit, ich glaube, sechs Maschen und dann nimmt man in jeder Hin- und Rückreihe, macht man aus der ersten und der letzten aus einer Masche drei Maschen. Also es werden in jeder Reihe sechs Maschen ausgestrickt. Das ist eine ganz simple Sache, braucht man nicht viel drüber nachdenken, wie das geht. Ich habe dann hier unten so eine zwei rechts, zwei links Bündchen gemacht. Da könnt ihr ja farblich mitspielen, wie ihr möchtet.
Dann habe ich daraus noch mal eins gemacht, hier auch in Streifen. Auch finde ich ein sehr schönes Tuch. Da habe ich unten aber Picot. Auch habe ich das abgekittet. Ich glaube, da habe ich einen Picot-Rand angehäkelt. Man kann es, ich kann es gar nicht richtig sagen. Auch ganz zarte Farben finde ich auch mal schön. Ja, da sind ja eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie ihr das tragen möchtet. Ich mag die gerne im Winter auch mal so mit einer Bluse, wie ich es jetzt hier anhabe. Ne? Einfach den Kragen oben rauskommen lassen und dann so ein bisschen drapiert. Also ich mag diese Halbmondtücher wirklich sehr, sehr gerne. Habe auch dann noch mal eins gemacht in so einem maritimen Stil. Die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Blau-Weiß-Rot finde ich immer wieder schön. Habe dann auch hier unten noch eine Kante gemacht mit einem Bündchen, ein Rippenbündchen. Ansonsten habe ich, glaube ich, ja auch hier noch ein Rippenbündchen. Ansonsten nur kraus-rechts gestrickt. Das ist eins, was ich auch von den Farben her so schön frisch finde. Bisschen maritim. Das hat man auch schnell gemacht. Das weiß ich jetzt noch. Die anderen weiß ich alle zum Teil nicht mehr. Das habe ich aus der Herbstwind gemacht von Atelier Zitrone. Also auch ein wunderbares Garn. Schaut mal, das kann man so richtig schön ein bisschen zuppeln, ein bisschen ziehen. Das war immer gut mit angezogen, finde ich, wenn es ein bisschen kühler ist. Ne? Es kommen noch mehr. Ich hoffe, ihr könnt noch. Dann habe ich mal... Hatte ich ja erwähnt, dass ich, nein, ist nicht doch, dass ich die, das, den Schal von, den, das Tuch von meiner Schwester, das, da hatte ich mir noch blaues Garn gekauft. Und das hatten wir beide angefangen. Und zwar waren wir Anfang des Jahres in Bad Sassendorf und meine Schwester hatte mich dazu eingeladen. Und da haben wir dann, hatte ich Wolle für jeden mitgenommen, immer die gleiche für jeden. Und jeder konnte sich so ein Halbmondtuch daraus machen. Ich habe das schon mal in die Kamera gehalten, für die, die es schon kennen, guckt einen Moment weg, aber ich fand das jetzt schön, das wollte es euch nicht vorenthalten. Viele, die mich ja noch nicht kennen, haben das vielleicht gar nicht gesehen. Da haben wir auch so ein, oder ich habe ein Halbmondtuch daraus gemacht mit ein bisschen Müsterchen drin. Ich komme jetzt nochmal näher, dass ihr das sehen könnt. Und zwar ist dieses Blau das von Katja Garne gewesen, das weiß ich jetzt noch. Da habe ich dann hier so ein Bündchen, hier ein kleines Karo-Muster gemacht. Hier noch ein paar Hebemaschen und hier auch noch so ein Karo-Muster. Also das ist auch ein ganz nettes Tuch, was man auch gut tragen kann jetzt. Also ich will es euch deswegen zeigen, weil ich die Farbkombi auch mal ganz nett finde. Ich habe jetzt heute eine Jeans zu meiner Bluse an. Nicht? Und wenn man es einfach nur so trägt, wie gesagt, man zubbelt sich das ja noch ein bisschen zurecht. Ich sehe es jetzt nicht richtig hier. Aber ich finde, das ist immer schnell... Immer so ein Hingucker, wenn man jetzt nur eine weiße Bluse oder ein schönes weißes Kleid anhat, finde ich auch schön. Dann hatte ich gedacht, ich wollte auch mal ein Tuch häkeln, das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist auch eine Halbmond-Häkelanleitung, ich glaube von Silvi Rasch war das. Das versuche ich euch noch zu verlinken. Das ist dieses Tuch hier geworden. Das habe ich aus reiner Baumwolle gehäkelt. Auch von Atelier Zitronen, die echt, die lässt sich sehr gut häkeln. Allerdings habe ich dann hier diese Knüppelchen selber überlegt. So. Und zwar habe ich hier hinten, kann man das sehen, mir war das zu langweilig, nur so zu häkeln, habe ich diese Stäbchen reingemacht hier. Und habe die dann genutzt und habe mir dann da einen Stich überlegt, diese kleinen Bobbelstiche. Da kann man ja jegliche Sachen reinmachen. Da kann man so herrlich kreativ sein. Das ist auch was Schönes, wie gesagt, für die Leute, die gerne häkeln. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Dann habe ich mal ein schönes kleines Tuch gemacht für Kinder. Schaut mal, auch aus Baumwolle. Ist das nicht süß geworden? Und so habe ich da so einen kleinen Knopf vorne dran gemacht. Seht ihr? Finde ich auch wunderschön, mal um so ein paar Reste zu verarbeiten. Ist im Grunde auch, ich mache es mal auf,
auch ein Dreiecktuch. Ich habe das auch hier an der einen Seite angefangen. Ich halte es mal so rum, dann seht ihr, wie ich das gearbeitet habe. Und habe mich dann hochgearbeitet und hier unten kam dann nur noch so eine kleine Passe dran. Ich finde, das ist ein ganz nettes, kleines Tüchlein. Hier ein Knopfloch drin, das war mein erstes. Gefällt mir auch ganz gut. Dann zeige ich euch noch mal zwischendurch ein paar Strickanleitungen, die auch kostenlos sind. Das ist hier von Steven West der Boneyard Shawl, den finde ich auch sehr schön. Haben wir da auf der anderen Seite noch was? Ja, hier ist er in farbig, kann ich euch zeigen. Ist eine kostenlose Anleitung allerdings. Die habe ich sogar in Deutsch gefunden, ich wusste auch nicht wieso. Schaut mal. Ach ja, ich weiß, die gibt es manchmal in Englisch und in Deutsch. Den verlinke ich euch auch. Und dann in Anlehnung an mein großes, richtig großes Tuch, hatte ich das hier gefunden. Lala Simple Shawl von Laura Linnemann. So. Auch eine kostenlose Anleitung. Ich habe dann auch beim Durchsuchen jetzt auch in Deutsch festgestellt, dass ich ziemlich viele kostenfreie Anleitungen habe. Und die wollte ich euch einfach alle mal zeigen. Ich denke, das ist auch in eurem Sinne. Dann habe ich noch dieses hier. Das ist Madeline Tosh, so der Mara Shawl. Das ist allerdings jetzt eine englische Anleitung, auch kostenfrei. Finde ich auch sehr schön, wenn man jetzt sagt, man möchte nur mal so ein besonderes Garn zur Geltung kommen lassen. Dann habe ich noch so ein Halbmondtuch gestrickt aus einer unbehandelten Wolle. In meiner letzten Sonderfolge hatte ich da was zu gesagt. Wer sich dafür interessiert, der kann ja noch mal schauen. Schaut mal, da habe ich jetzt, ich habe das jetzt nur noch mal rausgesucht, weil da habe ich tatsächlich Muster mit eingearbeitet. So ein bisschen Lochmuster, das ist ja im Prinzip nur ein Umschlag zwei rechts zusammenstricken. Also das hat mir auch Spaß gemacht, mit ein bisschen Mohair dazu genommen. Das ist ein ganz leichtes Wölkchen. Auch diese gleiche Technik in jeder Reihe, jeweils aus am Anfang und am Ende aus einer Masche drei rausstricken. Dann hatte ich die Phase, da habe ich diese, ich weiß nicht mehr von wem das war, man fängt auch an einer Seite an mit drei Maschen, nimmt an jeder Seite zu, bis man eine gewisse Tiefe hat und dann fängt man wieder an mit den Abnahmen. Da hatte ich mir dann als erstes mal hier dieses leichte, das ist so ein Regia-Garn gewesen, bei manchen weiß ich es noch, so ein leichtes Sommergarn. Habe ich hier oben so eine Häkelkante dran gemacht noch. Und das ist wirklich schön, weil man da gar nicht so viel Garn braucht. Ich kann jetzt leider nichts mehr dazu sagen, wie viel ich gebraucht habe. Aber seht mal, auch das ist ein ganz pfiffiges, schnell gemachtes Tuch, was man, also ich zeige euch das alles deswegen, weil man da nicht immer so viel braucht. Das sind diese kleinen Tücher, also man könnte das jetzt hier noch ein bisschen schließen oder das nach unten runter schlingen. Wie gesagt, ich sehe mich jetzt hier nicht so richtig. Aber es sind auch so schöne Farben, so zarte Farben, die man jetzt im Sommer gut tragen kann. Das ist auch eine, da habe ich vier Tücher gestrickt, also werde ich auch noch mal eins machen. Und je nach Garn fallen die natürlich in der Tiefe immer anders aus. Das ist das Schöne daran. Also was schön ist, man kann sich das beim Stricken mal halb umlegen und gucken, ob es schon passt. Ne? Dann hatte ich da, das sollte ein Geschenk für meine Schwägerin werden, aus Sockengarn die gleiche Machart gemacht. Das fand ich sehr schön, weil das von den Farben her, wie ich meinte, zu ihr passte. Aber sie sagte, sie trägt keine Tücher, somit bleibt es jetzt hier. Aber da habe ich irgendwie in der Mitte angefangen. Das ist jetzt nicht die Technik, die ich eben hatte. Nun, ihr seht, wenn man da so ein kleines Lochmuster mal wie hier reinbringt, was für schöne Effekte man das haben kann. Und ich habe die Sockengarne auf einer, ich glaube, einer 4 oder sogar 5er Nadel gestrickt. Dadurch wird das Ganze ein bisschen leichter, lockerer. Ne? Ich lasse das jetzt mal hier so drunter, aber ich trage es in der Regel auch gerne so ein bisschen zur Seite. Also
auch ganz viele Reste habe ich damit eingearbeitet. Auch eine schöne Geschenkidee, wenn man jetzt schon mal so an Weihnachten denkt, ne? Steht ja nun auch bald vor der Tür. Dann hatte ich auch ein Verlaufsgarn, also eigentlich ein Sockengarn, was Muster erzeugt. Weiß ich nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt. Da habe ich hier unten eine schöne, wie so eine Art, hier so eine schöne Muschelkante drum gehäkelt ums ganze Tuch. Das ist wieder die Technik von einer Seite angefangen, hochgegangen und dann wieder zurück mit Abnahmen. Das ist auch, finde ich auch schön, weil man hat ja diese Sockengarne, die diese Muster erzeugen, finde ich ja immer wieder klasse, wie das überhaupt zustande kommt, wie man das so fertigen kann. Auch was Schönes, ich mag diese Farben so gerne. Was Schönes für den Herbst jetzt schon. Und ich glaube, da habe ich nicht mal einen Knäuel für gebraucht. Also das ist richtig, das hat Spaß gemacht, wenn man dann doch durch diese verlaufenden Farben sieht, was immer wieder was Neues zum Stricken hat. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und dann in der gleichen Technik nochmal eins. Da weiß ich noch, das ist Garn von den West Yorkshire Spinners. Da habe ich auch oben so eine Art Picot noch dran gemacht. Das allerdings jetzt gehäkelt. Ne? Auch von der einen Seite angefangen bis zur Mitte und dann wieder abgenommen. Also das ist ein, finde ich, ein sehr frisches Tuch. Und ich habe euch die deswegen heute auch alle mal in geballter Form rausgeholt, weil ich gedacht habe, man kann wirklich mal ganz mutig auch mal was raussuchen. An Farben, was man vielleicht sonst gar nicht kombinieren würde. Ich wäre vielleicht nie auf die Idee gekommen, das Pink mit diesem Rost zusammenzunehmen und dann auch noch das Gelb. Aber ehrlich gesagt, mir gefällt das richtig gut. Man kann es sich sicherlich schöner um den Hals binden, aber nur, dass ihr eine Idee davon bekommt. Ist auch ein ganz weiches Tuch. Dann hatte ich mir ein Buch gekauft, das möchte ich euch auch in dem Zusammenhang vorstellen. Und zwar habe ich daraus hier dieses Tuch gestrickt. Da habe ich hier oben irgendwie einen Fehler gemacht. Da bin ich mit der Abnahme, habe ich da irgendwas. Das ist ein schönes Tuch, das hatte ich mir eigentlich für meine Winterjacke genommen. Ich habe es aber ehrlich gesagt erst einmal getragen. Ich weiß gar nicht genau warum. Weil das hat hier diese langen Bänder noch. Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht sollte ich das jetzt im Herbst mal ein bisschen öfter tragen. Oder auch vielleicht in die Bluse rein. Es ist nämlich wirklich nur so ein Minituch. Merke ich jetzt gerade. Jetzt muss ich hier nur irgendwie rauskommen können. Ein Tuch gefangen. So. Das habe ich also auch aus einem Sockengarn gemacht. Das Buch möchte ich euch gerne vorstellen, weil das grundsätzlich sehr schön ist. Stricken im Japandi-Stil heißt das. Das habe ich euch schon mal vorgestellt. Aber nicht jeder weiß das. Und da ist das Tuch hier. Die haben das. Da ist auch ein schöner Spruch dazu. Der Schlüssel zu einer glücklichen Ausgewogenheit im modernen Leben ist Einfachheit. Schaut mal. Ich glaube, da gibt es auch noch ein Bild in Farbe. Ja, ich halte das mal hier so zu. Schaut mal, wie schön das in der Farbkombination aussieht. Das habe ich halt nachgestrickt. Das ist auch ein Buch, was ich wunderschön finde. Da sind noch ein paar auch schöne, was ich schön finde, diese Wickeljacke zum Beispiel. Da sind ganz, ganz schlichte, ja, puristische Stricksachen drin, also wie das Buch schon heißt, ne? Also minimalistische Mode als Fashion Statement. Da könnte man sicherlich alle hochwertigen Garne, die man schon mal so gesammelt hat für besondere Momente, das wäre eine schöne Idee, dann aus dem Buch vielleicht was zu nehmen. Ich möchte jetzt nicht alles zeigen, weil das zu viel wird. Dann habe ich noch etwas für die Häkelleute. Ich habe jetzt angefangen, hier ein Tuch zu häkeln aus dem handgefärbten Garn meiner Schwester. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ja, so ist es richtig. Das wird noch größer, schaut mal. Da habe ich auch eine kostenlose Anleitung gefunden hier von Kirsten Bishop.
Schaut mal, wie schön das aussieht. Und ich glaube, auf der letzten Seite, wartet mal, da ist das nochmal. Ah ja. Finde ich auch richtig schön. Ich bin mal gespannt, wenn ich es fertig habe. Ich meine, es war eine deutsche, nee, es ist eine englische Anleitung. Aber es sind sehr gute Charts darin, die kann man gut verstehen. Also da bin ich jetzt selber gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Das wiederholt sich nachher im Prinzip immer. Ich glaube, ich habe jetzt einen Mustersatz durch und ab da wiederholt sich das dann jetzt nochmal. Also das muss ich sagen, das es ist ja so eine Art Verlaufsgarn, was ich hier habe, ähnlich wie das in der Anleitung. Bin ich selber gespannt drauf. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Da habe ich mir dann noch mal ein paar Häkelanleitungen für euch rausgesucht, die auch alle kostenlos sind. Einige von Expression Fiber Arts. Da müsst ihr gucken. Es kann sein, die haben manchmal, ja, das habe ich ja schon oft erwähnt, Anleitungen, die nur eine kurze Zeit begrenzt kostenlos sind. Hier habe ich einmal den Embers-Schal gefunden, das Embers-Tuch. Das finde ich sehr, sehr schön. Oh, so. Ich habe sie kostenlos bekommen. Vielleicht habt ihr Glück, dass es das jetzt auch noch kostenlos gibt. Dann habe ich auch von Expression Fiber Arts dieses hier rausgesucht. Das war auch gehäkelt. Gefällt mir auch sehr gut. Und noch eins, den Gdansk, das kann man kaum aussprechen. Auch ein schönes Tuch. Damit auch die Häkelleute mal ein paar Anleitungen bekommen, die kostenfrei sind. Dann hatte ich mir ein Tuch ausgedacht, das ist auch noch nicht fertig, habe ich euch in der vorletzten Folge, glaube ich, schon gezeigt. Einfach mit Fallmaschen. Das wird, glaube ich, auch ein schönes Tuch. Da habe ich auch so ein Verlaufsbobbel genommen, den hatte ich geschenkt bekommen. Schaut mal, das wird auch richtig schön. Also ich habe da noch nicht so irre viel dran weiter gestrickt, aber nur, dass ihr es mal so ein bisschen sehen könnt. Ich habe gerade wieder ein bisschen viel auf den Nadeln. Ich komme jetzt auch bald zum Schluss. Also es ist nicht mehr ganz so viel. Dann habe ich zwei Tücher noch und ein paar Anleitungen, dann haben wir es geschafft. Das hatte ich euch letztes Mal schon gezeigt, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, die neuen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und zwar hatte ich mir so einen schönen Verlaufsbommel gekauft aus einem Kit Silk Mohair irgendwie. Also wunderschönes, mein rosa Wölkchen. Seht ihr, so ein Verlaufsgarn. Und das war mir im Ursprung ein bisschen kurz geworden und da habe ich dank vieler guter Ratschläge mich jetzt dafür entschieden. Ich glaube, das hatte ich aber im letzten Video schon gezeigt, aber es passte jetzt noch mal eben hier rein. Ich wollte damit auch nur sagen, nicht aufgeben, wenn jetzt irgendwas auch mal nicht so richtig wird. Mir war das ja nicht lang genug geworden, also weit genug geworden. Jetzt habe ich hier unten Schnubbel dran gemacht und kann das, wenn ich das ein bisschen besser sehe, hier schön drapieren. Also ich sehe es jetzt nicht richtig. Somit werde ich das jetzt im Winter mit Sicherheit gerne tragen. Also das ist auch mal nur eine Anregung. Das ist ja auch von der Mitte sind die Zunahmen und auch am Ende. Und das Garn war jetzt zu Ende. Ich hätte vielleicht noch einen zweiten Bobbel gebraucht. Aber ich habe dann einfach mit der I-Core-Technik hier zwei so lange Bänder dran gemacht. Und jetzt gefällt es mir richtig gut. Und eins, das ich euch vor etlichen Folgen schon mal gezeigt habe, was aber auch noch nicht fertig geworden ist, das rundet jetzt das Ganze noch ab. Da hatte ich auch mal, ich wollte mir dann, weil das Else-Tuch nicht tief genug ist, mir ein Tuch machen, welches dann größer ist. Ach, jetzt habe ich hier blöderweise mitten in der Reihe aufgehört. Ich kann es euch jetzt nicht ganz zeigen. Ich halte es euch einfach mal so hin. Da werden im Prinzip drei Zunahmen. Also es wird eingeteilt hier oben. Das tut mir jetzt leid, dass das nicht ganz zu sehen ist. Aber vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Wenn ich das nämlich so halte, seht ihr, dass hier die Enden dann so rumgehen. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht bedacht, dass ich das zu Ende hätte stricken können. Aber das ist bald fertig, dann zeige ich es euch gerne nochmal in die Kamera. Dann habe ich jetzt noch ein paar kostenlose Anleitungen, auch die meisten von Expression Fiber Arts, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Da gehe ich jetzt mal durch und ein kleines Büchlein, dann haben wir es geschafft. Das ist einmal Andante. Auch ein sehr schönes, schlichtes Tuch, was sicherlich durch das Garn besticht. Dann dieses hier finde ich sehr schön, schön Terebinthia. Ich hoffe, ich spreche das immer richtig aus.
Auch eine wunderschöne Farbe, denke ich. Aber auch sehr schön präsentiert. Dann habe ich hier ein Färöer-Tuch gefunden. Da weiß ich allerdings nicht, ob ich das jemals stricken könnte. Aber es gibt ja auch unter euch sicherlich Freunde der Lace-Garne. Und da habe ich dieses hier gefunden. Ich hoffe, dass ich die Anleitung nochmal irgendwo finde, um sie euch verlinken zu können. Das war auch eine kostenlose Anleitung in Deutsch. Ein wunderschönes Tuch, finde ich. Und dann habe ich hier noch Reveal von Expression Fiber Arts gefunden. Auch eine kostenlose Anleitung. Und ich glaube noch zwei oder drei Stück. Den Sensation Schal. Den finde ich auch sehr schön in den Farben. Und ein Bronte gefällt mir gut. Da sind schöne Farben genommen worden. Aber natürlich kann man farblich auch selber wählen, was man möchte. Ne? Und noch, ich glaube, zwei Anleitungen und ein Heft. Einmal Pubble, auch von Expression Fiber Arts. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und eine kostenlose Anleitung Dream Stripes. Das habe ich noch nicht probiert. Das gefällt mir allerdings auch sehr gut. War das eine deutsche Anleitung? Ja, eine deutsche Anleitung. Und einmal noch den Frühling von Expression Fiber Arts. Wie gesagt, wenn also ich habe sie in der Zeit, immer freitags gibt es die Möglichkeit, gewisse Anleitungen kostenlos zu bekommen. Aber viele der Anleitungen sind auch jetzt noch kostenlos. Müsst ihr bitte mal schauen. Und dieses hier, das gefällt mir auch noch gut. Und dann hatte ich damals, die liebe Relane von Fluffy Wool Love hatte in ihrem Podcast ein schönes Buch vorgestellt oder ein Heftchen. Hallo Relana, ich grüße dich. Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, du kommst bald nochmal mit einem neuen Video. Und zwar dieses von Lana Grosser Tücher. Das zeige ich euch mal. Und da sind wirklich richtig schöne Tücher drin. Allein schon, wenn ich jetzt hier hinten drauf schaue. Guck mal, das ist das letzte. Ich habe das dann über Amazon bekommen. Ich zeige euch hier jetzt nicht alle Schals, aber es sind ein paar wirklich schöne Dinge drin. Ich halte es mal einfach so in die Kamera, was jetzt so am schönsten ist. Auch hier nochmal was für die Lace-Strickerinnen unter euch. Das war auch gar nicht teuer. Das hat 3,50 € gekostet. Also das war mal so ein Tücher-Spezial. Fand ich damals toll. Und da bin ich der Relana richtig dankbar, dass die das in ihrem Podcast gezeigt hatte. Auch hier nochmal so eine Art Zackenschal, sieht man. Ich suche mal nur so die... Ach, das fand ich auch so schön, genau. Das ist mir zwar zu viel zum Stricken. Könnt ihr das sehen? Ja. Da mag ich auch die Farbkombi so gerne, dieses... Ja, das ist so ein Currygelb, Maisgelb mit Pink. Ich halte es euch mal eben ein bisschen näher in die Kamera. Das gefällt mir auch richtig gut. Vielleicht muss ich das doch mal gelegentlich stricken. Wobei das mit diesen Knüppelchen da drin, das ist immer... Manchmal gehen die, wenn ich die stricke, so nach innen weg. Das finde ich auch so unangenehm. Aber die haben auch ganz farbenfrohe, schöne Dinge. Also dieses Heftchen lohnt sich. Ich nehme an, dass es das noch gibt. Schaut mal, diese schöne Kombi. Einfach weiß mit so einem tollen hellgrünen Tuch. Das sind übrigens auch wieder Neonfarben, kommen jetzt im nächsten Herbst wieder, habe ich gesehen. Ja, mutig, ne? Aber auch hier andere Farben. Also dieses Heftchen ist wirklich ein wunderschönes. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Da ist nochmal das, was ich glaube ich hinten drauf war, eben in Aktion. Könnt das so sehen, ne? Also das versuche ich euch zu verlinken. Ich nehme an, dass es das noch gibt, weil so lange habe ich das noch nicht. 3,50 €. Ja, das war im Grunde genommen meine heutige Folge. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert damit. Aber ich habe so gedacht, wir alle haben ja so im Sommer immer schon mal so eine kleine Flaute. Es ist, sagen wir mal, die Sommersachen sind im Grunde schon fast fertig. Die für Wintersachen oder Herbstsachen zu stricken von den Garnen her, ist es noch zu warm. Und Tücher, finde ich, gehen irgendwie immer, so wie bei vielen auch die Socken. Ich bin ja nicht so die Sockenstrickerin. Von daher habe ich mich ein bisschen auf Tücher spezialisiert und wollte euch die gerne alle einfach mal gezeigt haben. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, wie gesagt. Und ich wünsche euch viel Spaß
beim Zuschauen jetzt am Wochenende soll es ja sehr, sehr heiß werden. Da ist es wahrscheinlich noch auch für Tücher zu heiß zum Stricken. Aber lasst es euch gut gehen und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.